Hallo und herzlich willkommen im Vorgarten. Ich muss hier mit dem Bild noch ein kleines bisschen runter. Nicht, dass irgendwelche Nachbarn, die vorbeilaufen, gesichtstechnisch im Bilde landen können. Das wollen wir ja nicht. Ja, ich dachte mir, da es eine Veränderung bei meiner Isomattenausstattung gegeben hat, ist das immer eine gute Gelegenheit, um ein Ausrüstungsupdate zu machen. Und ja, bevor ich jetzt zum 834. Mal die Thermarest Neo Air Thermarest Neo Air X-Lite Next NXT ins Bild halte. Das gibt es wirklich schon oft, dieses Video. Mache ich noch einen kleinen Übersicht generell über Isomatten und was ich von denen im Jahre 2023 so halte. Ihr seid ja ein Fan von langem hier gelabert, zumindest einige von euch. Also die es interessiert, werden das vielleicht zu schätzen wissen. Die anderen müssen sich es überhaupt nicht antun. Besteht keinerlei Notwendigkeit. Und ja, das zum Vorgeplänkel, damit legen wir los. Grundsätzlich Isomatten. Ne? Isomatten haben einen sogenannten R-Wert. Ein R-Wert ist der Isolationswert, der sich aus der Dicke der Isomatte und eben dem verwendeten Material ergibt. Das ist irgendwas hochkompliziert Mathematisches. Im Regelfall gibt man heutzutage wirklich den R-Wert an, weil der R-Wert besser zu messen ist oder einfacher zu ermitteln ist als tatsächlich ein Temperaturwert, für den die Isomatte geeignet ist. Das Problem ist nämlich, der Temperaturwert, für den die Isomatte geeignet ist, das ist halt subjektiv. Das hängt davon ab, wer drauf schläft. Das hängt davon ab, wie warm bzw. kalt der entsprechende Schläfer ist, was für ein Schlafsack verwendet wird, was für ein Untergrund verwendet wird und so weiter und so weiter. Zum Beispiel mit einer Isomatte mit einem relativ geringen R-Wert, der hier ist so ungefähr mittel, kann man auf einem warmen, gut isolierenden Waldboden, zum Beispiel Rohhumus unter Fichte, so eine übliche Fichten, Reinbestandsfläche, wo wir jede Menge Nadeln am Boden haben, die ein dickes Nadelpolster bilden. Es ist trocken, es ist nicht nass. Und da legt man jetzt seine Isomatte drauf und haut sich da oben drauf und pennt dann so in diesem Wald. Das dürfte selbst mit einem kleinen R-Wert, sagen wir mal so was 1,5, problemlos auch im mitteleuropäischen Winter möglich sein, es sei denn, ja, man will jetzt unbedingt ein Quilt benutzen oder so. Auch das spielt nochmal eine Rolle. Ja? Aber wichtig ist einfach für die Isolationsleistung einer Isomatte, die heißt ja nicht umsonst Isomatte, Isolationsmatte. Das soll nicht einfach nur eine weiche Unterlage sein, das wäre eine Luftmatratze zum Beispiel. Oder, ja, keine Ahnung. Ne? Luftmatratze, die den Begriff Luftmatratze trägt, die zum Beispiel auch als Wassersport- oder Wasserspaßgerät konzipiert ist, die sind nicht warm, die sind einfach nur komplett Plastik oder Gummi mit Luft gefüllt und fertig, da isoliert nichts. Außer eben die Luft, die drin ist, ein kleines bisschen warm, sind sie damit eben also auch, aber nicht nennenswert. Und eine Isomatte versucht also wirklich eine Isolation zwischen dem Körper, der drauf liegt, und die Unterlage, auf der dann wiederum Körper mit Isomatte liegen, herzustellen. Und das bedeutet eben, dass dieser R-Wert, dieser Isolationswert eben durchaus ganz wichtig ist. Der geht bei den gängigen Matten, die man so kaufen kann, bei so ganz einfachen Schaumstoffunterlagen, zum Beispiel sowas wie die Bundeswehr-Faltmatte, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber die kennen wir wahrscheinlich, da geht das los mit 0,4 bis 0,6, so irgendwie um den Dreh, je nachdem wie neu oder eben nicht neu die Matte ist. Angeblich sollen die ganz neuen sogar 0,7 haben, weiß ich nicht. Das ist also wirklich nicht viel und ja, reicht für Sommer auf Waldboden. Rein von der Temperatur her für Sommer auf Waldboden vollkommen aus. Für Herbst auf Waldboden kommt drauf an, wenn man wirklich ziemlich hart gesotten ist. Und spätestens im Winter muss man sich dann noch irgendwas Zusätzliches einfallen lassen. Da ist dann bei jedem Schluss. Ne? So, dann haben wir viele Matten, die sich im R-Wertbereich so zwischen 1 und 1,5 bewegen. Das sind auch meistens die günstigen Modelle. Habe ich hier auch eins. Wo ist es? Das da. In diesem Fall Adventure Witch, das ist die Outdoor-Zubehörmarke von Aldi. Und das ist also quasi die vorletztjährige Aldi-Isomatte, durchaus ein tolles Teil. Ja, also wenn man bedenkt, was die gekostet hat, ist die wirklich sensationell. Sowas kriegt man im Internet derzeit nicht mehr. Da kann man dann warten, bis die nächste Aldi-Isomatte rauskommt. Im Regelfall bekommt man da eine vernünftige Qualität.
Natürlich nicht High-End, für einen wirklich sensationell günstigen Preis. Das ist billiger eigentlich fast nirgendwo zu kriegen. Aber da bewegen wir uns dann meistens so im Bereich zwischen 1 und 1,5. Und das ist für viele Schläfer eine gerade noch so 3-Jahreszeiten-Matte. Soll heißen, der kalte Frühling und der kalte Herbst noch ausgeklammert und dann alles andere geht. Ja, bedeutet, im Sommer kann man damit auch mal ein Stückchen weit ins Gebirge hoch, also zumindest in Mittelgebirge, so auf 800 bis 1000 Meter, sollte das zumindest im Sommer dann auch noch wunderbar funktionieren. Und das sind dann so ein bisschen die Einschränkungen. Ne? Dann gibt es Sachen, also wir dann schon wieder die professionelleren Matten, das ist fast immer dann schon eine Markenmatte, das geht los bei Klümat, glaube ich, keine Ahnung, wie man die genau noch weiter ausspricht, ich habe so ein Ding noch nie ausprobiert. Das geht weiter über zum Beispiel Expet. Die Synmat, die Expet vertreibt, das ist ein bisschen ein älteres Modell. Ich habe grundsätzlich fast nur ältere Modelle da, weil wenn sie nicht kaputt gehen, wozu soll ich die dann ständig neue kaufen? Ist ja Quatsch. Daher, ja. Und geht dann letzten Endes zum, ja, man muss fast sagen, teuersten Hersteller auf dem Markt. Es gibt ein paar, die preislich ungefähr in derselben Kategorie unterwegs sind und tatsächlich auch zu der Firma, die mit Luftisomatten fast schon angefangen hat. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass irgendwer noch früher dran gewesen ist. Und das ist dann Thermarest. Hier mein altes Modell, das mir für viele Jahre treu gedient hat. Das jetzt nicht ausgedient hat, aber ich vertraue ihm aufgrund des Alters und aufgrund gewisser Verschleißerscheinungen nicht mehr ganz so, dass ich jetzt sagen würde, damit mache ich eine Tour. Weil wenn du eine Tour machst und deine Luftmatte ist platt, dann ist das erstmal doof. Das kannst du zwar flicken, wenn du Flickzeug dabei hast, aber manchmal ist das sehr mühsam. Manchmal hast du auch nachts keinen Bock drauf. Und ich verlasse mich gerne wirklich sehr, sehr auf meine Ausrüstung. Einen Gegenstand, der ein gewisses Sicherheitsrisiko, in Anführungszeichen, oder zumindest Komfortrisiko darstellt, würde ich dann ungern weiterhin mitnehmen und bin daher jetzt bei einer modernen Thermarest gelandet. Ihr seht, das Päckchen ist auch etwas kleiner, bei fast identischer Wärmeleistung. Bei den Markenmatten, sei es jetzt Expet, Thermarest oder eben dann noch ein paar andere Hersteller, die es da auch noch möglicherweise geben mag, die nicht ganz so weit verbreitet sind, da gibt es dann eben auch durchaus Modelle für 4 Jahreszeiten, die dann bis R-Werte so im Bereich 3, 4 oder sogar 5 haben. Ein R-Wert von 5 braucht man eigentlich nicht. Das sind dann schon Temperaturen unter minus 20, die damit bequem geschlafen werden können. Und das ist für die meisten von uns dann jetzt nicht wirklich ein Thema. Ja? Beziehungsweise wer weiß, dass er sowas braucht, kennt sich mit dem ganzen Krempel sowieso aus. Das ist ja immer dann der Punkt bei wirklich Experten- und Extremistenausrüstung. Dem brauche ich hier nichts erzählen, den Leuten. Die wissen schon selber, was sie benötigen. So viel mal generell zu dieser ganzen R-Wert-Geschichte. Es gibt auch Tabellen, wo man dann die Temperaturen zum R-Wert nachlesen kann. Nochmal wichtig, und dafür müssen wir uns Zeit nehmen, entscheidend ist auch, worauf wir schlafen. Ja, ich hatte ja schon gesagt, weicher Nadelwaldboden aus dem Nadelwald ist zum Beispiel eine sehr gute Isolation. Überlegt euch einfach, oder noch besser, setzt euch einfach mal auf den Boden, ja, sofern der jetzt nicht super nass ist. Wenn ihr relativ schnell einen kalten Hintern bekommt, dann ist das ein Boden, der die Temperatur gut leitet. Sprich, er leitet sie gut von euren Backen in eben die Tiefe des Bodens und dann ist die Temperatur weg und nicht mehr in euren Backen. Ja? Und dementsprechend ist das so die beste Möglichkeit, um rauszufinden, was, beziehungsweise wenn man eine Tour häufiger macht oder wenn man sich einfach mal generell auf verschiedene Materialien, die man in der Natur so finden kann, draufsetzt, bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, worauf kann man denn gut schlafen und worauf nicht. Oder wer mal an der Bushaltestelle gesessen ist, wenn da so eine schöne Drahtbank ist oder noch schlimmer, eine Metallbank, und da setzt man sich morgens im Winter drauf. Da hat man aber schneller einen kalten Hintern, als man ohaha sagen kann, ja. Steht da hingegen eine Holzbank, dann ist die auch bei beliebig niedrigen Temperaturen anfangs vielleicht ein klein wenig kühl, aber fühlt sich dann irgendwann genauso warm oder fast genauso warm wie das eigene Hinterteil an, weil eben das Holz ein bisschen aufgewärmt wird, aber ein miserabler Wärmeleiter ist, sprich die Temperatur von den Backen nicht weggeleitet, sondern die bleibt genau da, wo die Backen eben durch unsere Körperwärme versuchen, was aufzuwärmen. Also auf einem Holzbrett, auf einem Tisch, auf einer Bank, in einer Hütte beispielsweise,
beispielsweise zu nächtigen, da braucht man, abgesehen davon, dass das natürlich hart ist, dieses Holz, das hat so diese Eigenschaft, ne? Braucht man da nur eine relativ wenig isolierende Isomatte. Liegt man auf dem Stein, hingegen braucht man eine hervorragend isolierende Isomatte und das je nach Außentemperatur, je nach Winter oder gerade Sommer, halt nochmal extremer oder eben abgemildert, ne? Auch schlimm, wenn der Boden nass ist, leitet der Temperatur auch grundsätzlich immer besser. Soll heißen, ein wunderbar isolierender Nadelwaldboden, wenn es gerade aus Strömen geregnet hat und der komplette Boden durchgeweicht ist, dann isoliert er halt auch nicht mehr ganz so wunderbar. Im Gegenteil, das kann dann durchaus auch schon ziemlich schlecht wieder sein. Bedeutet, wenn man nicht jetzt sowieso gerade weiß, oh, ich will nur für eine Nacht mal eben raus, weiß, welches Wetter wir die letzten Tage hatten, weiß, welches Wetter wir voraussichtlich heute Nacht haben werden, dann kann man, und weiß, wo ich schlafen möchte, dann kann man wunderbar die richtige Isomatte auswählen. Hat man eine längere Tour vor, bei der mit verschiedenen Wetterwechseln und unbekannten Schlafplätzen auf unbekanntem Untergrund zu rechnen ist, nimmt man vielleicht lieber eine etwas dickere, beziehungsweise etwas wärmere, ne? Nicht unbedingt dicker, wärmere Matte mit. So. Generell gilt, dicker ist nicht automatisch wärmer. Diese Matte zum Beispiel, ja, dick ist die nicht, beim besten Willen nicht. Ja, aber die ist wärmer, als es zum Beispiel eine übliche Schwimmbadluftmatratze ist. Eine übliche Schwimmbadluftmatratze ist bei weitem dicker, ja, zig Zentimeter mehr, aber eben durch null Isolation wirklich bloß Luft im Inneren, die dann außerdem noch im ständigen Austausch steht, sprich die Luft unten in der Matte steht im Austausch mit dem kalten Boden, die Luft oben in der Matte steht im Austausch mit unserem warmen Körper und nichts hält die Luft davon ab, die Temperatur von oben nach unten abzugeben. Und daher, ja, Luft ist prinzipiell ein guter Isolator, aber man muss halt verhindern, dass diese Luft dann mit was anderem in Verbindung kommt und ein durchgehendes quasi Gefälle der Lufttemperatur zu einem kalten Medium möglich ist. Soll heißen, eine luftgefüllte Matte braucht Zwischenräume. Die Luft muss in einzelnen kleinen Kammern drin sein, das kann man auf verschiedenen Wege erreichen, indem man zum Beispiel Daune in die Matte füllt, das gibt es. Daunen gefüllte Isomatten, die sind saumäßig teuer und ich habe bisher noch nicht wirklich gesehen, warum ich so ein Ding kaufen soll, habe auch keine, zumal sie feuchtigkeitsempfindlich sind und wenn du einmal in deine Matte reinpustest, dann hast du da Feuchtigkeit drin, die du dann nie wieder rausbekommst und das schreckt mich bei Daunenmatten wirklich ein bisschen ab, aber zum Beispiel würde das gehen, andernfalls irgendein Schaumstoff, wollartiges Zeug aus, ja, letzten Endes Kunstfaser da reinpacken. Das machen die meisten gängigen Hersteller. Oder eben, man hat, und deswegen halte ich das hier die ganze Zeit, einen geschlossenzelligen Schaum. In diesem Fall, das nennt sich Evazote. Evazote ist so das Standardmaterial für Isomatten schlechthin, also früher wohlgemerkt. Und die gab es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe mit dem ganzen Outdoor-Krempel, in 3 bis 4 Stärken zu kaufen. Da gab es die ganz dicke, die ganz dünne und dann noch ein bisschen was dazwischen. Das ist, glaube ich, das Standardmodell für die meisten Situationen. Das hat 8 mm Stärke. Das bleiben auch 8 mm, völlig egal wie alt die wird, wie oft man da drauf gepennt hat. Und wenn sie mal ein paar Löcher kriegt, sowas hier zum Beispiel, oder ein paar Gebrauchsspuren, dann hat sie halt ein paar Löcher oder ein paar Gebrauchsspuren. Man kann sie mit einem schicken Gurt zusammenziehen oder bindet irgendein Stück Paracord drumherum. Völlig egal. Großer Vorteil, tatsächlich ist die Isolationsleistung von den Dingern wirklich nicht übel. Wenn man bedenkt, wie dünn die sind, haben sie im Verhältnis zur Dicke wahrscheinlich die beste Isolationsleistung von fast allen Isomatten auf dem Markt. Nimmt man also hier eine, die tatsächlich 2 cm dick ist, ich glaube, das ist das dickste, was man kriegen kann, dann ist das definitiv eine Wintermatte, die auch auf Schnee funktioniert. Ich habe es ausprobiert, ich habe dieses 2 cm oder ich glaube 1,8 cm Modell habe ich und das hat eigentlich auch immer auf Schnee gut funktioniert, auch wenn ich das seit Jahren, vielen, vielen Jahren nicht mehr verwendet habe, weil es gibt halt heutzutage einfach komfortableres. Besseres kann man sich streiten. Der große Vorteil von den Dingern ist, sie sind immer noch relativ leicht. Ja? Also es gibt durchaus Aufpustematten, die noch mal deutlich schwerer sind als die Dinger. Also sie sind ungefähr gewichtsmäßig in der Mitte. Sie haben mit Abstand das riesigste Packmaß, das ist so. Aber
ein großer Faktor, der die auch heute meiner Meinung nach noch relevant sein lässt, gerade für Leute, die so ein bisschen mehr in die Survival-Richtung draußen unterwegs sein wollen, die ein bisschen durchs rauere Gelände unterwegs sein wollen und die einfach Spaß dran haben. Und da gibt es einige von euch, bei denen das der Fall ist. Wenn Ausrüstung unzerstörbar ist, bitte sehr. Die Dinger sind unzerstörbar. Man kann die nicht mal anzünden. Man kann theoretisch eine Mulde reinbrennen oder einen kochtopfförmigen Kreis reinschmelzen. Das habe ich schon zweimal geschafft bei zwei unterschiedlichen Matten, weil ich gerade nicht dran gedacht habe. Das ist keine gute Idee, wäre jetzt den Kochtopf da drauf zu stellen. Beziehungsweise es hängt halt davon ab, wie heiß der Kochtopf gerade ist und wie kalt der Untergrund und so weiter und so weiter. Also das sind alles keine guten Ideen. Aber kaputt bekommt man das Ding nicht. Kriegt man damit nennenswert die Wärmeleistung reduziert? Also durch solche Schmelzaktionen ja, durch Risse ganz wenig. Ja. Also es ist nahezu unmöglich, die wirklich so weit zu zerstören, dass die nicht mehr funktionieren. Ein einzelner Funken vom Lagerfeuer, scheißegal, wirklich, macht nichts. Es sei denn, euch ist die Optik eurer Matte entscheidend wichtig. Ja, sind die Dinger besonders breit? Nö. Sind die besonders dick? Nö. Wie bequem ist sowas? Naja, das ist die Einsatzeinschränkung. Wenn man 14 bis 24 ist, sowas um den Dreh, würde ich sagen, als halbwegs gesunder Mensch kann man da wahrscheinlich ganz gut drauf schlafen. Das hängt ein Stück weit auch noch vom Körpergewicht ab. Je schwerer man ist, desto mehr drückt man sich selbst halt auf den Boden, desto mehr wird möglicherweise die Wirbelsäule belastet, desto praktischer ist es, wenn man einen weichen Untergrund hat oder zumindest einen einigermaßen weichen Untergrund, und desto eher eignen sich diese Matten nicht. Für besonders schlanke Menschen in jungen Jahren, die von Rückenproblemen noch nie was gehört haben, jedenfalls nicht aus eigener Erfahrung, ist das durchaus also eine Option. Ja, außerdem sind sie günstig. Wobei man sagen muss, heutzutage auch nicht mehr so günstig, dass es keine Luftmatte gäbe, die nicht auch sehr wenig Geld kosten würde. Das war früher mal anders. Weshalb es eben auch ein Punkt ist, weshalb ich hier jetzt eben Isomattenvergleich 2023 draufschreibe und nicht vor 20 Jahren, ne? Oder vor 25 Jahren. Gut, vor 25 Jahren kann ich nichts zu sagen. So viel Autoerfahrung habe ich dann doch noch nicht. Aber vor 20 Jahren, ja, das kann ich sagen. Ja, und da war das im Grunde, es gab teure, schwerere, aber deutlich kleinere Thermarest-Isomatten. Das war so mehr oder weniger die einzige Aufboost-Alternative, die du zu diesen Dingern gekriegt hast. Und ja, die gibt es heute noch. Das ist die sogenannte selbstaufblasende Isomatte. Die habe ich jetzt gar nicht mehr dabei in meinem Sortiment, weil ich keine mehr nutze. Das heißt, die haben auch so ein Mittelding aus diesem Schaum und einem wahnsinnig komprimierbaren Schaum, wie er hier drin ist. Und der pumpt sich quasi selbstständig auseinander. Das heißt, du drückst ihn platt, kannst die Matte zusammenrollen, und sobald der Druck weg ist, beziehungsweise da wieder Luft rankommt, geht der von alleine wieder auseinander, der Schaum. Ja? Also der ist einfach elastisch auf gut Deutsch. Der wiegt dann mehr als, wie gesagt, die Füllung von zum Beispiel sowas. Ist tendenziell ein Hauch wärmer, weil es einfach dichterer Schaum ist. Je dichter das Isolationsmaterial, desto wärmer die Matte. Hier der extrem dichte Schaum, der sich fast nicht komprimieren lässt. Also man kann ihn punktuell ein kleines bisschen zusammenquetschen, aber das war es auch. Ist damit also quasi das Wärmste. Der super fluffig lockere Schaum, der in diesen Luftmatten drin ist, ist damit deutlich weniger warm. Aber dafür sind das halt auch viel mehr Zentimeter von dem Zeug. So gesehen kann dann eine Luftmatte, die bei weitem dicker ist als das Ding hier, deutlich wärmer sein. Ja, aber eben nicht auf derselben Dicke. So, aber nochmal, wer zu Rückenschmerzen neigt, beziehungsweise das Ding ist lediglich geeignet für Leute, die überhaupt nicht zu Rückenschmerzen neigen. Es hängt auch stark vom Untergrund ab, damit auf dem Holzbrett liegen, damit auf schönem Fichtennadelbett oder Tannennadelbett noch besser liegen, dann ist das kein Problem. Das geht. Ja, wie gesagt, für 14- bis 24-Jährigen nach oben natürlich noch Luft, je nachdem, wie gut die Rückensituation und so weiter und so fort ist. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe es vor 2 Jahren zuletzt mal benutzt und mal wieder ausprobiert und werde es bestimmt auch irgendwann nochmal ausprobieren, einfach um zu gucken, wie schlimm es eigentlich geworden ist inzwischen. Und für eine Nacht geht das natürlich. Ja, aber auch das ist auch ein wichtiger Punkt. Will man einfach mal eine Nacht draußen pennen, und es ist einem relativ egal, ob man jetzt besonders toll schläft, man will einfach nur draußen pennen, bitte. Will man 14 Tage draußen pennen? Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Also das kann ich niemandem mit gutem Gewissen heutzutage noch empfehlen. So,
dann kommen wir zu den günstigen Aufpuste-Isomatten. Also wie gesagt, hier Adventure Witch aus dem Aldi. Luftzellenmatte, ultraleicht, bis zu 120 Kilo Belastung. Das ist durchaus ein Thema. Markenmatten geben gar keine Maximalbelastung meistens an. Vielleicht findet man sie irgendwo in den Details des Handboosters dazu. Irgendwo online auf der Unterseite des Shops zu finden, ist eventuell was angegeben. Aber im Regelfall findet man da eigentlich nichts zu. Du darfst aber schon davon ausgehen, dass jede Markenmatte bestimmt auch bis 120 Kilo belastbar ist. Das kann ich mir anders kaum vorstellen. Es gibt ja durchaus auch schwere Leute, die wandern gehen. Beutelchen ist dabei, weiteres Zubehör ist nicht dabei. Beutelchen ist so eine Glaubensfrage in der Isomatten-Szene. Nimmt man das Beutelchen mit, nimmt man das Beutelchen nicht mit? Das Beutelchen wiegt natürlich was. Ja? Wenn man wirklich jetzt sich bei der Isomatte an ein minimales Gewicht herangetastet hat und eine ultraleicht Isomatte haben möchte und so wenig wie möglich schleppen möchte, was bei mir fast der Fall ist. Es gibt Grenzen, ne? Also ich bin das Ultra kannst du weglassen, aber Leichtausrüstung möchte ich schon gerne haben. Bei manchen darf es auch ultraleicht sein, weil es mir nicht wehtut, wenn es zusätzlich noch ein bisschen leichter ist und ich keine Funktion vermisse. Ne? Aber im Regelfall ist Leichtausrüstung so das, was ich so anstrebe. Ist die hier leicht? Tatsächlich ja. Ja? Ultraleicht steht drauf, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist eine definitiv leichte Isomatte. Sie hat ein sensationell kleines Packmaß, wenn man bedenkt, was die gekostet hat. Also jetzt inflationär, keine Ahnung, vielleicht 40 Euro. Was habe ich dafür gezahlt? Ich meine 15, 20, 20 glaube ich, 20, ja. Also lächerlich. Und hat auch eine ganz gute Größe. Haken. Aufpusten geht tatsächlich hier. Vielleicht gibt es irgendwelche Pumpen, die man da anschließen kann, weiß ich nicht, aber es ist zumindest nichts mitgeliefert als Aufblasehilfe und das Ganze funktioniert mündisch. So, und das machen wir jetzt mal. Das kann eine Weile dauern, aber ich spule es vor, keine Angst. So, Dalla, ging jetzt doch schneller als erwartet. Sie ist halt nicht sehr dick und durch dieses Wabenmuster, was ihr hier sehen könnt, geht auch nur auf ungefähr die Hälfte der Fläche wirklich Luft rein. Die andere Hälfte der Fläche ist halt deutlich versenkt und deutlich schmaler. Von daher muss ich sagen, bin ich relativ begeistert, dass ich nicht in Ohnmacht gefallen bin beim Aufpustevorgang. Ich persönlich bin nicht sehr gut im Dinge aufpusten. Mir ist jetzt schon ein klein wenig schwummrig geworden von der ganzen Ausatmerei. Aber keine Angst, nur ein bisschen klein wenig. Es ist jetzt kein Badeboot oder Ähnliches, was man aufpusten muss. Ja, direkt nachher im Vergleich mit anderen Matten. Sie ist die einzige, die ich jetzt habe mit einer Wabenstruktur. Viele Mattenschläfer empfinden solche Wabenstrukturen, gerade Seitenschläfer, als besonders angenehm, weil dadurch, dass die Waben einzelne Waben sind, stehen die unter relativ hohem Druck und sind recht schwierig, also so rein mit Druck runterzupressen. Ne? Das heißt, man kriegt die Watte relativ straff, haken. Sie ist halt insgesamt wirklich nicht sehr dick. Ist die bequemer als sowas hier? Ja. Ist sie besonders isoliert? Wahrscheinlich nicht. Das Material ist insgesamt ein bisschen dicker und dadurch, dass sich in diesen Löchern hier, wenn man drauf liegt, auch wieder Luft sammelt, die nicht im direkten Austausch mit dem kalten Untergrund steht, ist hier das Ding auf jeden Fall wärmer als eine Badematte, ne? Also die Schwimmmatte aus dem Schwimmbad. Aber das war es dann auch. Also ich würde die hier jetzt eben tatsächlich für mildere 3 Jahreszeiten empfehlen. Ne? Also nicht Ende Herbst, nicht Anfang Frühling, aber ab da durchaus gängig und machbar und ist ein ganz einfaches Rechteck. Ne? Da sind keine weiteren Schnickschnacks und sonst was dran. Das Ventil ist gut. Ich habe jetzt nicht so viele Nächte drauf gepennt. Qualitativ macht es mir aber einen hochwertigen Eindruck. Man erkennt nicht, dass irgendwo was schlecht verarbeitet wäre. Man erkennt auch nicht, dass es hervorragend verarbeitet ist. Aber es ist schon eine gute Matte, definitiv. Ja? Zu dem Preis sensationell. Und gerade wenn man nichts Wärmeres braucht, weil man gar nicht vorhat, unter anderen Bedingungen zu übernachten, kann man das durchaus machen. Ne? Sie könnte noch ein Hauch dicker sein, aber nochmal. Bequemer als das hier, auf jeden Fall. So bequem wie dicke Matten, nicht ganz. Ne? Ja, machen wir mal spaßeshalber weiter. Mit dann auch schon, das ist auch die einzige günstige, also wirklich günstige Matte, die ich habe. Nochmal, jede dieser Billigmatten, die ihr im Internet so finden könnt, wenn ihr eine einigermaßen brauchbare Kundenrezension habt und so weiter und so fort, das ist mehr oder weniger alles dasselbe. Das ist heutzutage einfach herzustellen, das kostet den Hersteller nicht viel.
nicht viel, wenn das irgendwie aus Fernost, und das wird aus Fernost sein, zusammengeklöppelt wird, dann ist das sicher in Ordnung. Ja, da kann man bedenkenlos zugreifen, wenn man nichts Krasses vorhat. Ne, für ein paar Nächtchen draußen, auch mal für eine Mehrtagestour, bedenkenlos zugreifbar, unbedingt Flickzeug mitnehmen. Flickzeug gibt es zum Beispiel vom guten alten, also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit diesen Dingern hier. Kennt man vielleicht noch aus Fahrradreparaturzeiten, wenn man mal eine Fahrradreparaturseite hatte. Das ist ein Camp Plast Repair Set von Tiptop. Tiptop ist wirklich eine super Marke, wenn es um solche Reparatursets geht. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Ich habe damit, was weiß ich, wie viele Fahrradreifen inzwischen. Und die ist halt extra ausgelegt für Zelte, Matten, Boote, sowas. Ne? Also dickeres, festeres Kunststoffmaterial, das halt aufgepustet wird. Im Grunde ist der wesentliche Inhaltsstoff diese Tube. In 90% der Fälle braucht man auch nur diese Tube, weil man meistens halt doch nur ein winziges Loch hat. Sollte man mal ein großes Loch haben, sind da auch noch zum Teil riesige Pflaster sozusagen beigelegt. Dann gibt es noch ein kleines bisschen Schleifpapier unten drin, mit dem man dann die Überfläche noch ein bisschen aufrollen kann. Ist dann wichtig, wenn man so ein Pflaster draufkleben möchte. Und dann reichlich Kleber drauf und mindestens 1 bis 2 Stunden trocknen lassen. Mindestens, besser über Nacht, wenn es geht. Wenn allerdings die Nacht geschlafen werden soll, geht das halt nicht. Dann muss man schlimmstenfalls am nächsten Morgen nochmal nachkleben, wenn es nicht ganz gehalten hat. Aber meiner Meinung nach einer der besten Klebstoffe, die man, wenn man nicht sowieso irgendwas mitgeliefert bekommt, ja häufig ist irgendwas mitgeliefert bei den Markenmatten, ist das meiner Meinung nach der beste Klebstoff, den man sich noch so dazu kaufen kann. Wer sich mit Klebstoff besser auskennt, hat da vielleicht eine andere Meinung zu, aber ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Wenn mal was nochmal kaputt gegangen ist, dann niemals an der geklebten Stelle, jedenfalls nicht mit dem Kleber, sondern irgendwo anders. Und da kann der Kleber dann ja nichts dafür. So, ja, die Expert-Matten kommen meistens mit zwar, ich sag jetzt mal, bunten Farben daher, aber sie haben auch eine dezente Seite. Man kann also, wenn man ein bunter Farbenhasser oder Vermeider ist, je nach Intensität des Gefühls, kann man die Dinger, während man nicht drauf schläft, auch einfach umdrehen und hat dann, solange man nicht drauf schläft, immer noch ein relativ unauffälliges Lager. Das ist nett, weil die Oberseite sieht halt so aus. Ich finde das noch irgendwie ein angenehmes Orange, also mich stört die Farbe nicht. Und es gibt sie auch noch in anderen Farben, je nachdem zum Beispiel die etwas wärmere ist, glaube ich, sogar rot, aber auch ein dunkles, weinrotartiges Rot, also ganz nett. Und sie haben immer hier diese Noppenstruktur, dieses Wabenmuster, was man hier sehen kann. Das soll zu Anti-Rutschzwecken dienen. Tatsächlich ist die Matte relativ unrutschig. Ob das am Wabenmusternetz liegt, keine Ahnung. Ventil ist ein Doppelventil. Das ist so die Königsklasse, meiner Meinung nach, was man an Ventil haben kann. Nichts funktioniert besser. Nachteil, 2 Ventile wiegen doppelt so viel wie 1 Ventil. Daher, gut, andererseits sind es einfache Ventile und sind relativ leicht. Also ich weiß nicht, ob das Gewichtsproblem an den Ventilen liegt. Das Aufblasventil ist ein Rückschlagventil, soll heißen, da ist jetzt so ein grünes Dingens drin. Wenn du da reinpumpst, bleibt drin und kommt von alleine nicht mehr raus. So, der große Vorteil bei Expat-Matten ist dieser Sack, den habe ich euch schon zigmal gezeigt, aber einfach für die neuen Menschen auf dem Kanal. Das ist der Schnotzelsack, der heißt so, weil er einen Schnotzel hat. Der heißt wirklich so Snoozle oder Schnotzel Pump Bag. Ich glaube, im Englischen sagen sie meistens Snoozle, aber in Deutschland heißt das Ding wirklich Schnotzelsack, beziehungsweise in der Schweiz. Expat ist eine Schweizer Marke, alles in der Schweiz designt, hergestellt in, ich glaube, inzwischen auch China. Jedenfalls von Made in Switzerland kann keine Rede sein, das wäre auch unbezahlbar. Der Schnotzel bzw. Snoozle ist ein sehr, sehr, sehr leichter Packsack mit sehr viel Volumen. Das heißt, man kann damit eine Matte sehr schnell vollkriegen und eben das Ding kann man gut mittragen, weil es halt wirklich sehr leicht ist. Durch diesen Schlüssel...
Brüssel. Ha, das Wort habe ich gesucht. Lässt sich da auch noch alles mögliche andere drin verpacken. Man kann eine Jacke reinstecken, die Luft durch den Rüssel abdrücken und hat dann fast schon ein Vakuum. Ist also auch ein sehr guter Packsack. Hat hier oben einen Rolltopfverschluss, lässt sich damit also auch nahezu wasserdicht verschließen. Ist wirklich ein toller Pumpsack. Meiner Meinung nach der beste, den es bisher auf dem Markt gibt. Es gibt übrigens inzwischen auch Elektropumpen mit Akku, die erstaunlich viel Leistung haben und erstaunlich oft eine Matte auf und ab pusten können. Ja, die können auch abpusten. Ich habe so ein Ding noch nicht. Ich liebäugel manchmal ein bisschen damit. Aber alles, was zusätzlich Strom braucht und nicht unbedingt notwendig ist, nehme ich persönlich nicht so gern mit auf Tour. Ja? Mit dem Schnotzelsack, und ihr werdet gleich noch sehen, wie das alternativ aussieht, nämlich nicht besser mit anderen Pumpsäcken, deswegen ist der ja so gut. Ist die Matte dann meistens so mit 4 vollen Säcken, Voraussetzung volle Säcke. Ja. Ja, einer war nicht ganz voll. Auch weitestgehend gefüllt, dann zieht man den einfach ab, legt ihn irgendwo hin und fertig ist das Ganze. Luft kann nicht rausgehen, nachpusten, mündisch ist nicht erforderlich. Übrigens die Tatsache, dass man manche Masten nur mit Mund aufpusten kann, ist dann möglicherweise, wenn man die verleihen möchte, je nachdem, ob einem das wichtig ist, aus hygienischen Gründen noch ein bisschen ein Thema. Also hier geht es komplett ohne Mund. So, machen wir einen kleinen Vergleich. Die günstige Matte ist tatsächlich ein Hauch, werdet ihr gleich sehen, breiter. Die stehen jetzt beide auf meinem Knie und ja, wir haben hier eine Wabenstruktur, die drüber ragt, weil sie halt eine Wabenstruktur breiter ist. Von der Dicke her ist aber die Thermarest bei weitem dicker, wie ihr hier sehen könnt, bei weitem. Und hat jetzt eben keine Kammerstruktur, sondern vertikale Rohre im Grunde. Das ist super, weil die äußeren, das sieht man nur schlecht, aber die sind ein Hauch dicker als die mittleren. Wenn man eine neuere Matte diesen Typs kauft, dann sind die äußeren nochmal deutlich, also dann auch deutlich sichtbarer, dicker als die inneren. Und das verhindert, dass man nicht so schnell von der Matte rutscht. Gerade wenn man dann mit den normalen Breiten, also sämtliche Matten, die ich hier habe, ist alles Standardbreite. Wir haben keine extra Weitmatten. Das wird schwierig, wenn man zu zweit im Zelt liegt. Meistens passen keine zwei extra Weitmatten rein. Beziehungsweise man müsste gleich schon fast ein 3-Personen-Zelt nehmen. Und das ist einfach aus Gewichtgründen. Wir kommen beide zurecht mit so schmalen Matten. Das ist die meistens meine Frau verwendet. Eigentlich genau genommen fast immer, es sei denn, ich habe gerade mal wieder eine geschrottet oder will die mal einfach mal wieder verwenden, weil ich Spaß dran habe und so weiter und so weiter. Und vom Schlafkomfort her muss ich sagen, ist das die bequemste Matte, die wir bisher so haben, eben weil man nicht so schnell zur Seite rollt. Bei anderen Modellen, die eben horizontale Kammern haben, Schläuche haben, ist halt eben eine zur Seite nicht runterrollfunktion überhaupt nicht gegeben. Und das merkst du, gerade als Anfängerschläfer auf der Matte, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, merkst du das, weil du das Gefühl hast, dass du tendenziell ein bisschen zu runter zu rollen drohst und wahrscheinlich ist es auch so. Und deswegen schläfst du immer mit ein Mühe unruhig, weil du keinen Bock hast, von der Matte zu rollen. Ne? Gilt natürlich umso mehr und ist umso schlimmer, je bewegungsintensiverer Schläfer man ist. Meine Frau zum Beispiel wälzt sich deutlich mehr hin und her, als ich das tue. Und drum hat sie diese Matte und will auch nicht auf eine Thermarest-Matte, weil ihr eben dieser völlige Nichtschutz an der Seite runter zu rutschen überhaupt nicht zusagt. Ja? Also es ist wirklich Geschmackssache und hängt sehr vom Schläfertyp ab. Also qualitativ sind Expat-Matten wirklich großartig. Die hier ist uralt, keine Ahnung, also wirklich, wirklich ganz, ganz alt. Einmal ist die Katze drüber gelatscht, da hatte sie ein Loch oder zwei, kurz nebeneinander, waren da gleich zwei Krallen. Das ist aber auch das Einzige. Das Loch ist geflickt und seit das Loch geflickt ist, ich muss mal gucken, ob ich den Flicken irgendwo finde, das war auf der Oberseite. Hier. Hier ist der Flicken,
Na, sieht man kaum. Flickzeug ist dabei, dementsprechend hat man auch einen Flicken, der wieder in diesem Wabenmuster ist und man sieht es kaum, dass die Matte mal geflickt wurde. Und also eine absolute Empfehlung vom Schlafkomfort her. Ist wahrscheinlich die bequemste Matte, auf der ich bisher so gepennt habe und meine Frau ist auch nahtlos begeistert. Und das ist so eine Allzeit-Lieblingsausrüstung von ihr. Kann ich also bedenkenlos empfehlen. Sie hat technisch gesehen ein paar kleinere Nachteile. Inzwischen gibt es dieses Modell auch gar nicht mehr. Die Nachfolgemodelle sind ein Müh wärmer geworden. Dabei ein Hauch leichter und ansonsten unterscheiden sie sich eben nur dadurch, dass die Randdinger ein bisschen dicker geworden sind. Aber die Temperatur, mit der man mit der Matte noch gut schlafbar ist, liegt zumindest laut Hersteller bei so irgendwas minus 6 Grad. Den R-Wert habe ich gerade vergessen, den werde ich euch aber bei den modernen, ich schreibe es euch unten hin, was die modernen Matten da gerade haben, wenn ich es nicht vergesse. Wenn nicht, das findet ihr im Internet auch überall. Ne? Also seid mal nicht böse, sollte ich es doch tatsächlich vergessen und mir wieder einbilden. Oh, ich habe in dem Video gar nichts gesagt, was ich rausschneiden muss, dann kann ich es ja als One-Take hochladen. Manchmal bin ich so faul, ne? Ohne es nochmal angeguckt zu haben vorher, wohlgemerkt. Gut, egal. Jedenfalls, aber sie ist nicht die leichteste, sie ist nicht schwer, sie ist normal, so im Mittelfeld, gewichtstechnisch. Ja? Wirklich Mitte, ziemlich genau. Kann man nicht sagen, dass sie schwer wäre, wirklich nicht. Man kann aber auch nicht sagen, dass sie besonders leicht wäre. Na, vielleicht ist sie 5% auf Richtung leicht verschoben. Also bei zwischen 1% wiegt gar nichts und 100% die schwerste Matte aller Zeiten ist sie vielleicht bei 45%. So irgendwo in dem Bereich tatsächlich einzuordnen. Irgendwas macht die komischen Geräusche? Ah ja, die Matte, die am Rucksack langsam herabgleitet. Gut, ich habe jahrelang verwendet. Wo ist sie? Da ist sie. Dieses Ding hier, ne? Das ist eine alte Thermarest aus der X-Lite-Serie. Die X-Lite-Serie ist quasi die derzeit immer noch auf dem Markt effizienteste Isomatte, was Gewicht zu Wärmeleistung angeht. Ja? Also für diejenigen von uns, die jetzt sagen, ja, solange ich da einigermaßen gut drauf schlafen kann, reicht mir das und dafür habe ich dann die leichteste und kompakteste und nicht unbedingt kompakteste, aber tatsächlich die mit dem wirklich besten Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis, dann ist man in der X-Lite-Serie von Thermarest gut aufgehoben. Vorgängermodell der aktuellen Generation ist eben das hier, die aktuelle Generation. Erkennt man daran im Vergleich zu dieser Generation, dass sie ein NXT im Titel hat. Es gibt noch eine Zwischengeneration, die man eher selten findet. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass sie schon ein moderneres Ventil hat, als das hier, was ich mir hier zusammengebastelt habe. Das ist also gemoddet sozusagen, modifiziert. Und ja, die kann man prinzipiell auch noch kaufen, die wäre dann halt eine Nummer günstiger. Aber wenn man sich jetzt schon eine Thermarest-Matte anschafft, dann würde ich auch das zusätzliche Geld in die Hand nehmen und ein NXT-Modell erwerben. Und das ist hier halt eben noch nicht der Fall. Es ist die X-Therm. Therm bezieht sich auf warm. Und ja, ist halt dadurch gekennzeichnet, dass es tatsächlich die wärmste Isomatte auf dem Markt gewesen ist, als ich mich nach einer Isomatte umgesehen habe, bei doch vergleichsweise leichtem Gewicht von 450 Gramm. Das ist ungefähr genauso schwer wie das Ding, aber, also plus minus ein paar Gramm, ne? Ziemlich genau. Aber das Teil hier ist bei weitem besser isoliert und hat einen R-Wert in der alten Ausführung, die ich hier habe, von fast 5. Die moderne Ausführung ist sogar noch mal wärmer geworden. Die ist jetzt, glaube ich, irgendwo bei 5,6. Das ist abartig. Das braucht kein Mensch, wenn er nicht vorhabt, irgendwelche Polarexpeditionen oder Ähnliches zu begehen. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe das Ventil gemoddet. Das Ventil ist im nicht gemoddeten Zustand einfach nur so eine schwarze Kappe, die man aufschraubt, wo man dann reinpusten kann, die man zuschraubt und fertig. Es ist kein Rückschlagventil, es ist gar nichts. Es ist einfach nur ein Loch, das du auf und zu machen kannst. Ende. Ja, also wirklich das... Der große Schwachpunkt der alten Generation der Thermarest-Matten. Andere Leute hatten schon längst was Besseres, beziehungsweise es gab auf dem Markt schon viele, viele bessere Ventile, als Thermarest noch mit diesem Zeug hier um die Ecke kam. Das Schöne ist, ein paar findige Leute haben
Schlauchstücke verkauft, die man da draufsetzen kann. Und mit diesen Schlauchstücken passt dann auf einmal, es ist zwar ein bisschen eine Fummelerei, aber ein Schnotzelsack auf eine Thermarest, aufs alte Ventil. Und das ist schade, dazu komme ich dann gleich. Ja, das ist wirklich verdammt schade, weil so schrottig das alte Ventil ist, es lässt sich mit dem Schnotzelsack verbinden. Und die modernen Ventile, die mögen jetzt nicht mehr schrottig sein, aber der Schnotzelsack lässt sich halt nicht mehr dran kriegen. Jedenfalls nicht mit meinen Möglichkeiten. Und jetzt dürft ihr, liebe Community, gerne mir irgendeinen tollen Vorschlag machen, für den ich keinen 3D-Drucker brauche, wie ich einen Schnotzelsack an eine Thermarestmatte mit dem sogenannten Winglock-Ventil, also das ist die moderne Variante, ranbekomme. Das Problem ist, dadurch, dass das ein einfaches Drehventil ist, je nachdem, wo sich die Matte befindet und in welchem Winkel man den Pumpsack benutzt, kann es einem passieren, dass man während dem Pumpprozess einfach sein Ventil wieder zudreht. Und dann ist man insgesamt eine ganze Weile beschäftigt. Aber glaubt mir, wenn ich das jetzt nicht mit dem Schnotzelsack, sondern mit dem Original Thermarest-Pumpsack fürs alte Ventil wohlgemerkt machen würde, dann ginge das Ganze nochmal erheblich länger. Liegt man dabei im Zelt, geht's sowieso, geht sowieso nochmal länger. Und So, jetzt wäre sie voll, aber sobald ich jetzt hier versuche, das Ventil zuzuziehen, verliere ich einen Haufen Luft, weil es gibt ja kein Rückschlagventil und da ist jetzt schon wieder ganz viel Luft draußen. Das heißt, ich habe keine andere Möglichkeit, als wirklich total rumzufriemeln mit dem Sack, da hatte ich nie Bock drauf. Man muss noch einmal reinpusten, mindestens einmal kräftig. Oder halt zweimal, je nachdem wie dick man, wie voll man es haben möchte. So, und wie gesagt, ich habe die ausgemustert. Warum? Also erstens, sie verliert ganz langsam Luft. Ich muss mal irgendwann gucken, woran das liegt. Ganz langsam, da werden wir jetzt in diesem Video nichts von merken. Sie verliert ganz langsam Luft. Und sie halt hört, auch wenn ich sie flicke, danach ist dann ein paar Tage später, also ein paar Nächte, wieder woanders ein Löchlein. Und das wird mir jetzt langsam einfach zu gefährlich. Daher ausgemustert. Sie ist sehr schmal. Sie ist deutlich schmaler als, kommt drauf an, hat auch so ein bisschen, ne, also ungefähr so schmal wie die Thermarest, mit dem Unterschied, dass sie unten halt schmal, Quatsch, wie die Expat, aber sie läuft nach unten schmal zu, das ist das schmale Ende, das ist das dicke Ende und hat also quasi eine leichte Mumienfunktion. Und ja, ob man hier drauf schlafen kann, ist halt eben Geschmackssache. Mir reicht's. Bedeutet, wenn man ein einigermaßen breiter Mensch ist, die Schultern hängen drüber. Also du liegst noch nicht mal mit dem kompletten Oberkörper, mitsamt den Schultern, die hängen ja immer ein bisschen in der Luft, wenn man auf dem Rücken liegt. Die passen hier nicht mehr drauf. Die hängen so leicht an der Seite, ne, drüber. In meinem Fall. Ich mache jetzt nicht groß den Probeschläfer. Ich hatte da nie Probleme mit. Ich bin weitestgehend Seitenschläfer. Dann passe ich problemlos ganz drauf. Wenn man sich auf den Bauch legt, ist auch kein Problem. Zumal wenn die Schultern in einem Schlafsack oder in einem Quilt fixiert sind, merkt man das ja nicht gar nicht, dass die groß in der Luft hängen. Also wie gesagt, hat er nie ein Problem mit. Aber man muss lernen, in der Mitte der Matte zu bleiben mit der Wirbelsäule, damit man noch einigermaßen Platz drauf hat. Und das ist selbstverständlich nicht jedermanns Sache. Ich will den Nachteil einfach nur ansprechen, auch wenn ich persönlich damit zurechtkomme. So, warum, wo ist das Problem? Hier seht ihr das Problem. Sie delaminiert sich an dieser einen Stelle, beziehungsweise hat sich delaminiert. Das war verbunden mit ein paar Mikrolöchern, wirklich winzig kleine, aber einige. Ich habe das jetzt einfach grobflächig mit Kleber eingeschmiert. War die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist, um es dicht zu bekommen. Hat auch funktioniert, ist jetzt wieder dicht. An der Stelle zumindest, keine Ahnung, wo das aktuelle Loch sitzt, aber das ist mir zu gefährlich. Diese Delaminierung mag irgendwann weitergehen, solange das dann nur eine verklebte Linie hier sozusagen ist, die sich entklebt, ist das noch nicht so schlimm. Aber ja, auf die Dauer einfach kein Zustand. Nach 200 bis 300 Nächten irgendwo in dem Bereich befinden wir uns, ist das passiert. Ne? Also nicht so, dass ich die nicht benutzt hätte. Sie sieht entsprechend auch ein bisschen ranzig aus, weil sie ist halt benutzt. Ich habe sie zwar zwischendurch hin und wieder mal sauber gemacht, aber so viel sauber machen konnte ich die gar nicht, wie ich sie eben benutzt habe. Daher ist das wirklich schon
ein guter Gebrauchsgegenstand und ich bin auch überhaupt nicht böse auf Thermarest, dass das Ding jetzt dann langsam mal den Geist aufgibt, weil man muss ja noch reinpusten. Das ist ein wesentlicher Faktor. Ich hatte es eben bei der Daunen-Version schon erwähnt, dass zusätzliches Reinpusten die Matte eben beschädigen kann. Du hast Feuchtigkeit im Material, in diesem Füllmaterial. Da ist also so eine Füllwolle drin in allen, also in beiden diesen Matten. In der billigen nicht, die ist mit gar nichts gefüllt. Ne? Und dadurch, dass da eben diese Füllwolle dann irgendwann verkleben kann, da möglicherweise sich irgendwas drin einnisten kann, was man da nicht haben kann, möchte. Ein Pilz kann da eigentlich fast nicht leben, Pilze zersetzen keine Synthetik, aber vielleicht ja doch. Ne? Vielleicht hat man dann durch die Keime, die man reingeatmet hat, irgendwann halt dann doch da drin ein Mikroklima, das ist jetzt eklig, aber was dann gewisse Feuchtigkeit zieht, was dann vielleicht sogar in der Lage ist, Klebstoff aufzulösen, ne? Und so weiter und so weiter. Also das Problem, warum diese Matte nicht hält, ist meiner Meinung nach, beziehungsweise jetzt nicht mehr hält, wirklich das Ventil. Ich habe sie hin und wieder auch mal komplett mit dem Mund aufgepustet, weil ich meinen Sack vergessen hatte, den Pumpsack und so weiter und so fort. Will man also, dass eine Isomatte möglichst lange hält, nicht reinpusten. So, was war noch zu sagen? Ah ja, das Gute bei der Winterausführung, es ist inzwischen bei den anderen auch ein bisschen so, aber die Winterausführung hat auf der Rückseite ein unglaublich festes Material. Das ist, glaube ich, sogar 40D Nylon. Das entspricht ungefähr dem einer Bergjacke, der Außenhaut einer Bergjacke, mit der man am Fels entlang schrappen kann. Also die Unterseite hier ist unkaputtbar. Ich habe irgendwann völlig aufgehört, darüber nachzudenken, ob ich auf Bucheckern, Brennnesseln, Brombeeren oder sonst was nächtige. Also Brombeeren, okay, da muss man vielleicht schon noch aufpassen. Aber bei allem anderen, und eine Unterlegplane natürlich drunter legen. Ich habe da auch ganz oft im Bucheckernwald einfach so auf dem Boden gepennt, ohne Unterlegplane, auf den Bucheckern, nie was passiert. Also die Außenunterseite kriegst du nicht kaputt. Nee, wirklich nicht. Es war mir irgendwann wirklich scheißegal und habe sie überhaupt nicht fürsorglich behandelt. Gar nicht mehr. Ne? Und Oberseite ein Funken und man hat ein Loch. Das gilt für jede dieser Kunststoffmatten. Jede Luftmatte ein Funken und Loch. Ende. Ja? Egal welche. Völlig durch die Bank. Das ist generell ein Nachteil, den man in Kauf nehmen muss. Oberseite ansonsten auch sehr, sehr robust. Entsprechend fühlt sie sich nicht besonders kuschelig an. Das spezielle Außenmaterial von der Expat ist von der Haptik her deutlich angenehmer auf der Haut zum Drauflegen, zum Backe draufklatschen und so weiter. Also in diesem Fall meine ich jetzt Wange, nicht die Backen vom Anfang des Videos. Wobei die kann man natürlich auch draufklatschen, sollte man auch. Nur ja, wie bekleidet ist Geschmackssache. Ne? ja, also bequemer, wirklich wie gesagt, die hier, auch einfach dadurch, dass man hier nicht so schnell rollt. Hier rollt man sehr wohl schnell, insbesondere wenn man sich in die Nähe des Randes begibt, drückt man den Rand ja auch zusammen und hat dann eben auch das Problem, dass logischerweise man dann besonders extra recht runterrollt. Ne? Also Geschmackssache, aber bei der Wärmeleistung war das als zu dem Zeitpunkt, wo man nur diese Matte hier kaufen konnte und noch kein Nachfolgemodell existiert hat, die mit Abstand wärmste Matte bei vertretbarem Gewicht. Mit Abstand, wirklich, da kam nicht ansatzweise irgendein Konkurrenzprodukt dran und bei der neuen X-Therm ist es genauso. Da gibt es einfach niemanden, der auch nur ansatzweise sowas produziert. Ja? Weit, weit weg, jeder andere Hersteller. So, ja, und damit sind wir dann bei dem Punkt angelangt, wo ich die hier vergleichen muss mit der hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt so einen Direktvergleich seht, aber das Packmaß ist deutlich kleiner geworden. Gewichtstechnisch ist die hier 80 Gramm leichter, 70 bis 80 Gramm, je nachdem an welchem Tag und je nachdem, wie man wiegt. Ich habe ein bisschen hin und her gewogen und konnte mich mit mir selbst nicht ganz einigen. Der Packsack ist insgesamt auch ein bisschen kleiner. Man muss dazu sagen, dass bei der alten Thermarest der Packsack einfach sehr groß gewesen ist. Es war also immer super einfach, die in den Packsack reinzubekommen. Habe ich schon erwähnt, Packsack, Vorteil, Schutz. Ja? Also die Matte kriegt beim Transport wahrscheinlich kein Loch. Ja? Nachteil, der Packsack wiegt halt nochmal extra. Ne? Aber das nur nochmal am Rande angemerkt. Ja, und hier habe ich jetzt den Aufblasbeutel drumherum gewickelt, um zu verschleiern, was dann im Inneren zum Vorschein kommt, beziehungsweise ich habe ihn halb drumherum gewickelt und die Matte reingesteckt. Man könnte das Ganze auch einfach so transportieren. Ne? Den Außenbeutel braucht im Grunde kein Mensch, aber ja, der ist mitgeliefert und ich bewahre sie da drin auf. Ob ich den jemals mit auf Tour nehme, weiß ich momentan noch nicht. Vielleicht, wenn es aufs Gewicht wirklich nicht ankommt. So.
Und da haben wir jetzt das gute Stück und da seht ihr auch schon das Problem, die ist quietschgelb und das ist hässlich. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Wer diese Farbe mag, darf es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich habe keine Ahnung, was der Schwachsinn soll. Da muss irgendwie der Chef von Thermarest oder die Chefin, keine Ahnung, wer da gerade an der Spitze hockt, wirklich eine Vorliebe für quietschbunte Farben haben. Natürlich ist das in einer Notsituation dahingehend hilfreich, dass das vom Hubschrauber aus gesehen wird. Ist also eigentlich, ja, jetzt nicht Military Survival, aber Civilian Survival im Grunde, ne? Also mehr Survival-Eigenschaft als irgendeine dunkle Matte, also hier die Rückseite zum Beispiel. Und ja, mit diesem Grau hier konnte ich eigentlich auch farblich immer wunderbar leben, ist ja nun wirklich kein Problem. Oben und, ne, auf der anderen Seite noch ein bisschen grauer, alles gar kein Problem. Also dieses Quietschgelb muss man sich schon dran gewöhnen. Upp. So. Das Schöne ist jetzt, mal abgesehen, wie gesagt, die Farbe ist scheiße. Das ist der eine Nachteil. Das neue Ventil, das nennt sich Winglock-Ventil. Das kann man hier so aufschrauben. Wenn man es aufgeschraubt hat, bleibt es auch offen. Das kann also nicht von alleine zugehen, wie das früher beim alten Schrottventil. Wirklich im Vergleich ist das alte Ventil Schrott. Also das ist so viel besser. Das muss man schon so sagen. Das war das simpelstmöglichste Ventil, was es gibt. Das hier ist ziemlich durchdacht. Ja, und wie gesagt, es bleibt offen. Man kann es nicht aus Versehen zumachen beim Pumpvorgang. So, und jetzt kannst du hier eben zusätzlich noch drehen. Damit öffnest du dann das komplette Ventil von innen. Das heißt, die Luft kann entweichen, das durchaus schnell. Und wenn du das hier wieder zudrehst, dann hast du wieder ein Rückschlagventil. Das heißt, es geht nur rein, nichts geht raus. Fertig. So simpel ist es. Das Ganze ist trotzdem noch relativ kompakt. Als Bauteil recht klein und relativ leicht. So, doof nur, da kriege ich jetzt keinen Plastikschlauch mehr dran, um den Schnotzelsack anzubauen. Der Schnotzelsack passt auch anderweitig leider in keinster Weise drauf. Also man kann es noch mal versuchen, geht aber nicht. Keine Chance. Und auch dieses Adapterteil, wie gesagt, ne? Naja, also mit ganz viel Gewalt. Der Schlauch müsste einfach noch ein kleines bisschen breiter sein. Also ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden. Wenn ich jeden Abend Lust habe, ewig lange rumzufummeln und doch zu versuchen, das noch drauf zu kriegen, dann könnte ich das ja mal probieren, aber die Lust habe ich nicht. Und daher muss man den mitgelieferten Pumpsack verwenden. Der hat hier ein dahingehend ganz cool so ein Hartplastikteilchen, mit dem man das ins Ventil integrieren kann. Klack, und dann macht es Klick und dann sitzt der Sack hier dran. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen und dann kann man das halten und drehen und machen, wie man lustig ist. Es ist unmöglich, dass man sich da irgendwie den Zugang zur Matte verbaut. Aber der Sack ist winzig und man kriegt dann nur ganz mühsam Luft rein und wenn, dann immer nur recht wenig. Und damit ist man ewig lang am Pumpen. So, machen wir mal Zeitraffer. So, also schön ist ja wirklich, dass ich zumindest nichts verheddern kann. Ja, das ist beim Schnotzelsack nicht so. Sowohl bei der Expat-Matte und Schnotzelsack kann das passieren, als auch bei der Thermarest Modded mit dem alten Ventil und Schnotzelsack. Hier geht das nicht. So, wir haben hier wieder eine leichte Mumienform. Die Mumienform ist etwas weniger ausgeprägt als bei der neuen X-Tern. Das Ding ist insgesamt ziemlich schmal, aber wiegt übrigens auch dasselbe wie die Vorgängergeneration. Ein paar Dinge sind aber anders. Erstens, das erheblich, also die nicht Next. Nochmal, das ist die Thermarest X-Lite. Heißt X-Lite. Neo Air. Ja, Neo Air X-Lite. Ja, keine Ahnung. Light. Ich schreibe es euch nochmal unten hin. Fällt mir gerade nicht ein. Oh, Moment, da steht's drauf. Neo Air X-Lite Next. So, jetzt. Ja, das Schöne ist, wie gesagt, die ist noch dicker geworden. Das ist jetzt eine der dicksten Luftmatten, die noch gleichzeitig super leicht ist, vergleichsweise super leicht, die es auf dem Markt gibt.
nochmal wirklich ein ganzes gefühlt Stückchen leicht dicker. Das macht sie vom Schlafkomfort, so man da nicht runterrollt. Wirklich, wirklich richtig gemütlich. Das Ventil ist um Welten besser, wenn dann nicht die Sache mit dem Packsack wäre. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gibt elektrische Pumpen. Ich denke ernsthaft drüber nach, weil die wiegt nur wenig mehr als der Packsack. Und naja, wie gesagt, ich denke ernsthaft drüber nach. Ich werde mal so ein Ding wahrscheinlich mal zulegen. Die sind auch günstig, gibt es auch als No-Name-Produkt aus sonst wo. Weitere Veränderungen zum Vorgängermodell. Das Außenmaterial ist dicker, das ist jetzt alles 30D-Nylon. 30D-Nylon ist nicht 40D-Nylon, aber 30D-Nylon musst du dir auch wirklich Mühe geben, es kaputt zu bekommen. Das musst du schon wollen. Das bedeutet, hiermit ohne Unterlage im Bucheckernwald, mitten auf den Bucheckern, zwischen Bucheckern und Steinen sozusagen, scharfkantigen Steinen oder ähnlichen zu nächtigen, da könnte es sein, dass man sich ein Loch holt. Aber auch nur dann. Und natürlich in den Brombeeren, selbstverständlich, aber so doof ist hoffentlich keiner. Selbst ich nicht. Ne? mit Unterlegplane, kommt darauf an, was für eine Unterlegplane. Wenn das ein bisschen was Robusteres ist, überhaupt kein Problem, dann kriegst du hier niemals ein Loch rein. Wenn das nur eine ganz leichte, ultraleicht Unterlegplane ist, dann muss man vielleicht den Boden noch ein kleines bisschen fegen, beziehungsweise ein kleines bisschen aufräumen. Das muss man aber mit den günstigeren Matten und mit der Expat-Matte auch. Ja, also da musst du immer gucken, dass du den Boden ein bisschen aufräumst, mit dem Fuß ein bisschen fegen, mit dem Stock, mit dem Ast ein bisschen fegen und so weiter und so fort. Das ist halt einfach dringend erforderlich. Mit dem Ding nicht ganz so sehr, vielleicht einer Mühe, je nachdem, was da halt rumliegt. Und sonst ist die sehr, 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 sehr robust, meines bisherigen Eindrucks. Ich habe sie jetzt noch nicht so oft im Einsatz gehabt, längst nicht die vielen, vielen Male von der alten X-Therm. Ne? Und dafür ist sie zusätzlich, wie gesagt, das Gewicht ist nahezu gleich wie vom Vorgängermodell. Also die ist bei 380, knappen 400 Gramm, je nachdem, wen man fragt und wer es nachmisst. Bei mir waren es, glaube ich, 390, ich schreibe es euch unten hin. Ich wiege es nochmal nach und schreibe es euch unten hin. Ich habe es vergessen. Aber sie ist so 70 bis 80 Gramm leichter als die X-Therm. Ne? Und dicken Vergleich, weiß nicht, ob man es sehen kann, wenn es so wirkt, als sei die gelbe etwas dicker, das liegt daran, dass die gelbe etwas dicker ist. Es sind nahezu, ich glaube, 0,8 mm oder was, oder 0,7 mm, die zusätzlich hat. Und jetzt kommt der große Knackpunkt, weil bisher hat sich gerade dieses Modell bei vielen Leuten mies verkauft, also die Vorgängervariante, weil, was man bei der X-Therm so ein bisschen hat, deutlich weniger schlimm als bei der X-Lite früher, ist der Rasseleffekt. In der Hoffnung, dass ihr da jetzt irgendwas gehört habt, aber das müsste das Mikro eigentlich hergeben. Und hier hat man sich jetzt die Mühe gegeben, diesen Rascheleffekt deutlich zu reduzieren. Früher hat die hier viel schlimmer geraschelt als die X-Therm. Jetzt würde ich behaupten, raschelt sie weniger. Im Labor, sagt zumindest Thermarest, soll sie 70% oder 80% weniger rascheln als das Vorgängermodell. Das nehme ich denen voll und ganz ab. Das war wirklich schlimm. Das Vorgängermodell war richtig raschelig. Das Gerascheln meiner Thermarest der alten stört mich inzwischen nicht mehr. War am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auf dem richtig raschligen Modell, also sprich die gelbe von früher, da hätte ich jetzt auch nicht pennen wollen. So überhaupt kein Problem. Ja? Wer natürlich extrem empfindlich ist. Klar, ne? Dann ist das nach wie vor ein Problem. Ist ja eine ganz individuelle Angelegenheit. Der eine mag die Matratze, der andere mag jene Matratze. Uff, das klingt jetzt irgendwie falsch. egal, jedenfalls ist das wirklich toll. Und all diese Verbesserungen, ohne dass das Ding schwerer geworden ist. Das heißt, die hat jetzt immer noch ein hervorragendes Gewicht. Sie ist mindestens leicht, fast ultraleicht, beziehungsweise für ihre Wärmeleistung ist sie die leichteste Matte auf dem Markt. Nämlich, die Wärmeleistung hat auch zugenommen. Da sind wir jetzt inzwischen bei einem R-Wert von fast 4, meine ich, oder sogar 4. Auch das muss ich euch wieder einblenden, das weiß ich immer nicht auswendig. Und damit ist das eine ganz Jahreszeitenmatte, solange man jetzt nicht irgendwas ganz Krasses vorhat im Winter. Also damit auf den 3000er steigen, nee, da musst du dir noch was einfallen lassen oder noch eine zusätzliche kleinere Matte drunter legen. Zum Beispiel sowas. Ne? Das reicht dann schon. Dann
Beliebigkeit, ist egal. Ne? Aber die Matte allein auf Schnee zum Beispiel, wirklich irgendwo hoch oben in den Bergen, da sind dann die Grenzen. Für alle anderen Anwendungen, normaler Winter im Flachland, also auch ein kalter Winter, also ein richtiger Winter, im Flachland oder auf einem kleineren Hügel, sagen wir mal bis 800 Meter Meereshöhe, kein Problem. Ja, das geht, überhaupt kein Thema. Das sollte wirklich für jeden Menschen warm genug sein. Und das macht die zu einer wirklich sensationellen Matte mit dem leichten Gewicht, ja, leicht bis ultraleicht. Trotzdem diese Wärmeleistung, dass du dir einfach überhaupt keine andere Watte kaufen musst. Das ist die rundum sorglos Variante. Leider ist die gelb, ne, wie schon gesagt. Und ja, dass es halt ein bisschen lange dauert, die mit dem Pumpsack aufzupusten. Man ist ja im Regelfall nicht auf der Flucht. Und wenn doch, dann braucht man sowieso nicht weit flüchten, weil man mit dem Ding sofort gefunden wird. ja, also für die Tactical-Menschen unter uns ist das bestimmt nicht Tactical. Für alle anderen ist das eine hervorragende, ich würde sagen, die beste Outdoor-Matte auf dem Markt, was eben die rein technische Leistung angeht, vorausgesetzt, man kann auf dem Ding schlafen. Nimmt man übrigens die weite Variante, ist sie immer noch im Verhältnis dazu, dass andere Weitvarianten ja auch deutlich schwerer werden, wenn man die Weitvariante, die hat dann, glaube ich, irgendwie nochmal 10 cm, 15 cm mehr in der Breite, die werden dann auch deutlich schwerer und das Gewichtsverhältnis bleibt dasselbe. Also wenn du Weitmatten miteinander vergleichst oder quasi pro Quadratzentimeter Mattenfläche, Gewicht, Leistung und so weiter und so fort miteinander vergleichst, dann kommst du einfach auf keine bessere Matte als auf dieses Ding von den technischen Werten her. Und das Problem mit dem, nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, das Schrottventilproblem ist gelöst. Und das mit dem Pumpsack und Gelb, das sind die beiden Nachteile. Ansonsten die perfekte, also derzeit wirklich von dem, was der Markt hergibt, die beste Isomatte, die man für Geld kaufen kann. Kostenpunkt ca. 200 Euro, habt ihr im Angebot schon günstiger gesehen. Mit der Inflation wisst ihr selber, das kann morgen schon wieder ganz anders sein. Ich habe 205 gezahlt, weil ich es halt dann haben wollte, weil ich es haben wollte und keine Lust hatte darauf zu warten, dass es mal irgendwann nochmal nur 95 kostet, 195 kostet. Und das ist es. So. Und das war viel zu lang, aber das seid ihr ja gewohnt. Ja, ich gebe es auf, ich versuche es gar nicht mehr. Beziehungsweise, ich versuche schon, sinnlose Anekdoten auf ein Minimum zu reduzieren. Aber das meiste, was ich jetzt erzählt hatte, war ja schon irgendwie ein Sachhintergrund dabei. Und daher hoffe ich, das ist okay. Und bevor ich jetzt noch länger quatsch, sage ich tschüss. Nochmal kann nur diese Matte wärmstens empfehlen. Ah, ein letzter Punkt noch. Thermarest-Matten sind in Irland hergestellt. Wer also auf nachhaltige Produktion und ein gutes Gefühl dabei hat, irgendwas aus Ländern, die nicht China oder Taiwan oder sowas in die Richtung sind, zu kaufen, der kann bei Thermarest einkaufen. Wenn du einen Thermarest USA kaufst, sind sie in den USA hergestellt. Wenn du sie irgendwo sonst auf der Welt kaufst, sind sie meistens in Irland hergestellt. Keine Ahnung, wo sie hergestellt sind. Wenn du die in Asien kaufst, weiß es die da auch gibt, keine Ahnung. Wer das weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben, würde mich fast interessieren. Aber in Europa kriegt man immer Made in Ireland. Das ist doch, finde ich, eine schöne Sache und damit bin ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.